So. Ja. Müssen wir Du bist abgeben, ha? Kugelöff. Genau. Was ist euer Begehr? Ach, da können wir beides nicht gebrauchen, das ist schade. Oh! Bin schon Level 7. Ja, ist klar. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber ich muss. Ah, jetzt habe ich endlich Blindsehen. Was muss ich denn davon nehmen? Ja, ist egal, oder? Guck mal genau hin, dann überleg mal. Ja, beides rot, deswegen. Dann nimmst du das, was teurer ist zum Verkaufen. Was ist denn teurer? Bogen, Schild. Der eine kostet 17, der andere 19, oder? Ja, habe ich den richtigen. Haltet den Kurs. Gut, dann lass uns mal weitergehen. Ah, ich habe was angenommen. Ja, ist richtig. Gut. Habe ich dir auch gesagt, nimm sie an. Gut, alles klar. So, pass auf jetzt. Guck mal, wo ich bin. Achtung. Jetzt. Bam. Hä? Ich hab mich weggeblinzelt von dir. Ach gut, okay. Eine neue Fähigkeit, die kriegst du auch bei Level 7. Witzig. Eine gute Fähigkeit. Werden wir noch brauchen. Beim Level normal nicht, aber es wird dir persönlich gefallen. So, hier geben wir die Quest noch ab und dann verlassen wir das Gebiet. Hast du abgegeben? Ja. GZ zu Level 6. Willst du die Taschen nochmal leer machen bei der Blutelfen-Trolla hier neben uns? Ja, die sieht gut aus. Ja, die ist geh mal da. Ja, du musst dich nicht direkt da vorstellen. Geh mal weg das da. Die sieht aus wie Lord Zash. Ah ja. Trödelt nicht. Kennst du Lord Zash noch? So, und was gebe ich da jetzt ab? Mal gucken. Bogen, ja, der. Das, was du nicht brauchst. Den Bogen zum Beispiel, der ist ja rot. Ne, den können wir nicht tragen, sofort verkaufen. Schimmernder Staub kann ich auch verkaufen, ne? Schimmernder Staub, ja. Und was ist das hier? Fragment eines Gespenstes. Das kann man auch verkaufen. Ja, genau. Dann habe ich alles verkauft und habe 10 Silber und 97 Bronze. Bei diesen Klamotten musst du darauf achten. Die Sachen, die grün sind, die sind immer gut. Dann gibt es nochmal eine Ecke besser, die sind blau. Und dann natürlich die besten sind die lilanen. Das kennst du ja aus Star Wars noch, ne? Von der Reihe. Ach, das kann ich mir nicht merken. Das setzt du mir mit Sicherheit. Deswegen nehme ich dieselbe Klasse wie du und dieselben Quests wie du, damit ich dir dabei helfen kann. Aber grün, dass das gut ist, hört sich ja. Ich meine, ist ja irgendwo von der Farbe her Logik, ne? Ja, lila ist jetzt das Beste im Spiel. So, jetzt machst du mal die SMA, Minimap auf. Minimap M, achso, ja. Da siehst du, dass wir die Insel der Sonnenwanderer zum Fragezeichen verlassen müssen, ne? Da unten ja. Ist das Fragezeichen und dann machen wir das jetzt auch. Und wie geht, dann klicke ich da drauf, oder was? Nö, brauchst du nicht, das ist automatisch in dem Ding drin. Gut, okay, dann folge ich dir jetzt. Ne, du läufst vor, oder? Ach nee, komm, ich lauf vor. Lauf du ruhig mal vor, bis ich mich hier so richtig ein bisschen, bis ja, ich hier, denke auch, bis ich ein bisschen festigen, das festigen. Ist ja okay, ich finde das auch nicht schlimm. Bisschen festigen muss ich das. Denk dran, wir laufen jetzt hier über die Wiese. Warum laufen wir hier nochmal über die Wiese in dem Startgebiet? Weil wir hier nicht angegriffen werden können. Und warum werden wir nicht angegriffen? Weil das Startgebiet ist. Und welche Farbe haben da die Tiere, wenn die uns angreifen? Gelb. Was müssten wir machen, wenn die alle rot wären? Dann müssten wir Wege laufen. Aha, super. Ich habe mir was gemerkt, ja. Ja, genau, deswegen frage ich hier. Ja, ich komme mir vor wie ein kleiner Schuljunge, weißt du? Das soll nicht oberlehrerhaft klingen, aber das ist die beste Art und Weise, Wissen weiterzugeben und zu transferieren. Und das ist halt. Ja, so. Transparieren tue ich auch manchmal. Also, ja, das weiß ich, wenn du zockst gerade. Pass mal auf, ich blinse jetzt, Achtung. Bam! Toll, es ist ganz witzig, wie du das machst. Ey, ein Allianzler. Toll, 90er Allianzler, so ein Assi, ey. Was macht der denn hier? Ja, der glaubt, wenn du jetzt hier auf PvP spielst, PvP-Realm spielst, dann macht er dich platt und freut sich noch in den Arsch. Pass auf. Ach Gott, was ist das? Lol. Wie war denn das nochmal? Die grüßen uns. Slash hallo. Slash hallo. Verbeugen. Dann sind es anscheinend nette Allies. Slash. Kannst slash hallo, slash verbeugen machen. So, jetzt treffen wir hier die Allies. Gucken wir sie uns mal an. Och, der Droide. Wie jetzt und sind ein sie? Worgen-Todesritter. Siehst du, die grüßt, haben uns gegrüßt. Jetzt kannst du auch winken, slash winken eingeben, da winkst du denen zu. Da musst du aber erst auf den Charakter von denen klicken und dann slash und winken zum Beispiel, ne? Guck mal auf irgendeinen von den Charakteren von denen. Und dann slash. Und dann slash winken. Jubeln, winken, was auch immer. Hab ihn bejubelt. Ja, sehr gut, hast du gut gemacht. Okay, auf geht's, weiter hier. Das war doch mal ein nettes Zwischenspiel. Also auf PvP-Server würde es so laufen, dass die uns jetzt abgänken, also auf gut Deutsch kaputt machen, bis wir immer aufwachen und dann wieder erschießen und kaputt machen, weil
Ja, das billige Beute, oder wie sagt man? Ja, es gibt gar keine Ehre, das ist ja der Witz da dran. Ach so. Jetzt verlass mal gerade, macht Gutes zu Hause, ne? Genau, jetzt entdecken ich, wir Ich muss mich nochmal rumdrehen, also ich muss einfach nochmal gucken und... Ja, episch. Komm, wir setzen uns hin und essen eine Kleinigkeit. Wie setze ich mich denn hin? Mit der X-Taste. Das ist schön, dass du dir mal so Zeit nimmst. Du weil könntest ja einfach die Folge hier beenden. Das geht noch nicht. Okay, hätte ja sein können. Na gut, nein, dann ein bisschen müssen wir noch. Ah, wir lauschen dem blauen Himmel und was weiß ich nicht alle. Und blauen Himmel ist klar. Jetzt drehen wir uns um. Komm, wir ziehen in den Krieg jetzt. Wir sind jetzt Männer. Ja, okay. Du bist ein Blutelf und ich bin ein Mann. Wie stehe ich wieder auf? Achso, mit X auch wieder. Du kannst auch einfach L drücken. Ja, ich bin schon ein bisschen älter. Meiner ist langsam runter hochgegangen. Ja, ne, sieht auch scheiße aus. Jetzt will ich mal den Freak angucken. Bleib mal hier stehen. Wenn du dir so eine Mühe machst, dann will ich dem erstmal ins Gesicht gucken, dem Horst. Nicht durch mich durchlaufen. Oh ja, Gott. Sieht aus wie Rambo von, ja, 1980, passt schon. Ist klar. So, jetzt nehmen wir die Quest an. Achso, ja. Die gibt uns auch gleich die nächste. Ehre den Sindorei. Quest beenden? Ja, klar. Und dann Quest annehmen. Annehmen. So, und dann siehst du, wo das nächste Fragezeichen, das sieht schon auf unserer Minimap. Also die Alte schickt uns jetzt eigentlich in unsere Hauptstadt, will die uns schicken nach Silbermond. Seid für alles bereit. Ja, Zimmer. Seid für alles bereit. So, wo geht's jetzt hin? Ja, dann auf geht's hier nach geradeaus, ne? Da ist ja das Fragezeichen am Leuchten. Komm, hier lang. So, und ab jetzt bereichen wir natürlich auch das Gebiet. Jetzt sind die Mobs rot um uns rum. Das heißt, alles, was uns entgegenkommt, greift uns automatisch an. Das bedeutet, wir müssen auf dem Weg bleiben. Wir sollten auf dem Weg bleiben. Du musst natürlich, um deine Questziele zu erreichen, dann auch über die Straßen weg. Du musst dann über den Mars gehen. Oh, hier liegt jemand. Der ist tot. Den müssen wir jetzt... Oh, der hat ein Fragezeichen. Genau. Den müssen wir anklicken. Quest beenden? Ja. Annehmen. Na, guck mal, wo das Fragezeichen jetzt auf einmal ist. Der schickt uns zurück, Mensch. So ist es. Bergung des Päckchens. Ja, dann müssen wir jetzt zurück. Ach ja, ja, dann müssen wir halt wieder zurück. Ja, dann lauf mal. Lauf mal. Die falsche Richtung, zurückzulaufen. Hä? Guck mal auf deiner Minimap so zu gucken, wo das Fragezeichen ist. Ja, ist ja gut. Bitte. Du kriegst auch gleich Blinzeln. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich das raffe, alles auch noch zu benutzen. Das musst du ja im Kampf auch nur benutzen, wenn ein Mob auf dich zustürmt. Das ist nicht so schwer. Also wir werden diesen Feuerschlag zum Beispiel, den werden wir jetzt noch am Anfang benutzen. Ab Level 10 werden wir spezialisieren können. Da hast du drei Möglichkeiten zu wählen, was du machen willst. Frostmagier, Arkanmagier oder halt Feuermagier spielen. Ne? Ich werde da auf deinen Ratschlag hören. Wir werden da beide Frostmagier spielen, weil das am einfachsten meiner Meinung nach zum Leveln ist und wir kriegen jeder einen Begleiter. Kannst schon mal hier abnehmen, das Päckchen. Und die nächste Quest annehmen. Jetzt werden wir zum Gasthaus geschickt. Was nehmen wir denn? Erfrischendes Quellwasser oder glänzender Apfel? Logisch. Wir können mit Quellwasser was anfangen, oder? Aber das brauchst du jetzt noch nicht nehmen. Weil du nimmst jetzt erstmal nur die Quest an. Das wäre die Questbelohnung beim Abgeben. Ach so. Mhm. Deswegen konnte ich das auch noch nicht nehmen, ne? Nee. Also merk dir mal, wenn du was trinkst, regenerierst du Mana. Wenn du was isst, regenerierst du Gesundheit. Da gibt's aber als Magier bald was zum Zaubern, da gewinnen wir beides durch zurück. Aha. Wir gehen erstmal zum Gasthaus, wo wir hin sollen. Du siehst ja den Pfeil an der Minimap? Ja. Ja, dann los. In die Richtung müssen wir, ne? Jo, und wie gesagt, ab jetzt wird's interessant. Ach, jetzt hüpfst du auch nicht mehr. Nö, oh Gott, kann ich auch machen, wenn du willst. Nein! Der nächste Zauber, den kann man, bräuchte erstmal nicht erklären, Gegenzauber, das ist erstmal Quatsch. Der dann kommt mit Level 8. Zumindest. Wir führen dich langsam ein. Also ich erkläre dir jetzt nicht jede Fähigkeit, die dazu kommt. Ich sage dir dann, warte mal. Langsam einführen. Hier ganz kurz stehen. Fahr mal mit deiner Maus auf zum Beispiel die Fähigkeit Feuerschlag. Nur drauf fahren. Ja. Du kannst dann mit der, sag doch mal, wer ist denn die Taste hier? Oh, Übersteuerung, die Taste. Wer ist denn wieder? Ich habe es gerade vergessen. Oh mein Gott. Übersteuerung, die Shift-Taste. Shift und die Maus gedrückt halten, kannst du das Ding aus deiner Leiste ziehen. Lass aber die Hand gedrückt, die Fähigkeit gedrückt. Dann kannst du die rausziehen.
Ja, und dann, wohin damit? Naja, machst du erstmal wieder zurück auf den Platz, lässt dann beides los. Aha. Und ich sage dir dann, wenn wir spezialisiert sind, dass du, was du rausnehmen kannst und wenn neue Zauber dazukommen. Die lerne ich dir dann mit der Zeit. Ah ja, gut, okay. Ja, ja, das ist nicht alles auf einmal, hast du schon recht. Genau. Lerne dir erstmal nur die wichtigen Zauber, die wir wirklich beim Leveln brauchen. Und so WoW ist so ein bisschen Comic-Art, ne? So. Ja, ist so ein bisschen. Das ist definitiv Comic-Style. Mhm. Das haben sie auch extra gemacht, ne? Wegen, damit halt so viele Leute erreichen, ne? Also ich sag mal so, es ist halt das ist unsterblich, also nicht unsterblich, sondern das ist zeitlos, die Grafik. Ja, also du musst halt nicht immer die neuesten Rechner haben und das. Doch, für die neuen Add-ons brauchst du schon gute Rechner, wenn du in einer vollen Hauptstadt stehst. Gut, das liegt aber dann nicht an der Grafik. Doch, teilweise auch. Ja. Naja, Mist of Pandaria ist schon besser gemacht. Als das hier. Das Add-on hier, das ist von. Lass mich kurz überlegen, es müsste 2007 sein. Wie, das hier ist schon ein Add-on? Ja, das ist ein Add-on. Wir spielen Burning Crusade. Also das Startgebiet ist bei dir damit drinne, ne, im Add-on. Da die Blutelfen wurden erst im zweiten, im ersten Add-on dazugeholt. Die kannst du aber schon spielen. Ach so. Ne? Wir könnten jetzt aber nicht das Add-on spielen. Nur das Startgebiet können wir spielen hier in der Start-Edition bei dir. Wir stellen uns mal gerade an den Brunnen, oder? Ja, das können wir gerne machen. Weil das ist nämlich genau das, wo ich jetzt sagen könnte, schön einen Blick auf den Brunnen aber und... Ich möchte aber hier zu der Troller, guck mal, neben uns hier steht eine geile Alte. Ja, oh ja, dann stelle ich mich auf die andere Seite. Was für eine Rakete, guck dir die mal an. Oh ja, oi, von oben, ne? Jo, du kannst du dir von der Seite angucken, von vorne, oh Gott, guck mal, die abstehen, ist egal. Ist ja noch nicht jugendfrei, das Spiel, ne? Nein, das ist auch nicht jugendfrei. Lol. Na gut, ihr habt kein Ziel. Okay, ich hab ein Ziel. Ich auch. Ja, Leute, damit war's das. Ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme und sage dementsprechend mal Tschüss und ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei. Haut rein, Leute, wenn die Elf Multigamer euch wieder zeigen, wie WoW nicht gespielt wird. Ciao. Ciao.